Das US-amerikanische Reality-Sternchen Lyric McHenry ist am 14. Juni völlig unerwartet im Alter von gerade einmal 26 Jahren gestorben. Besonders tragisch? Lyric, die aus der Show EJNYC bekannt ist, soll Polizeiberichten zufolge in der 20. Woche schwanger gewesen sein. Wie US-Medien einstimmig berichten, soll Lyric vermutlich an einer Überdosis in einem New Yorker Krankenhaus verstorben sein. Mysteriös bleibt allerdings, dass die Tochter von TV-Produzent Doug McHenry leblos auf einem Gehweg in der Bronx gefunden wurde. Die 26-Jährige habe lediglich ein Schlafanzug-Oberteil und Unterwäsche getragen. Bei ihr fand die Polizei ein Tütchen Kokain, heißt es. Laut Behördenangaben gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine Straftat werde somit ausgeschlossen. Zwar würden alle Indizien für eine Überdosis sprechen, laut New York Daily News hätten die Behörden aber trotzdem eine Autopsie angeordnet. Damit dürfte die Todesursache von Lyric vermutlich bald geklärt werden. Der Familie von Lyric McHenry wünschen wir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit.